Yo, the officer, red carpet, Leonardo Hotel, Nuremberg. What's up? Like, don't get trying to tell you you were pushing her too far. She like the door. I kept trying to warn you, you were only breaking her heart. She like the door. She was giving you all she had, but you took way too much. She like the like the look at you. 3, 4, she like the door again. She's flying high, you can't hurt her no more. Now she's like the dog, you broke the key. Now I work without her, she goes for my life. Wir haben es viel, viel genossen. Eigentlich sind wir jetzt unterwegs, auf Tour. So ist es sehr, sehr schön, so einen Auftritt zu haben, wo man eigentlich mit den Leuten verbinden kann. Also wir sind morgen sind wir im Norden, übermorgen in Italien. So jetzt war es sehr, sehr ruhig, was ich sehr, sehr cool finde, weil wir waren so nah von den Leuten. Das finde ich super. Also man kann das spüren. Das ist super geil. Ja, genau, diese Intimität, das ist einfach was ganz Cooles, mal zu zweit auf die Bühne zu gehen. Normalerweise sind wir zu fünft als eine Band und zu zweit hat es mal ganz, ganz viel Spaß gemacht und mit den Leuten richtig zu connecten. Genau. Du hast gewonnen. Ich muss ehrlich sagen, das ist sehr stilvoll gemacht, sehr minimalistisch, so mit den Wänden. Es sieht sehr, sehr schön aus und lädt gerne ein, einfach in dieses Hotel zu gehen und eine schöne Nacht zu haben. Das ist man spürt immer noch tolle Atmosphäre. On the stage habe ich mich sehr gut gefühlt. Das Publikum hat mitgemacht, sie waren alle gut drauf. Und ich glaube, die sind auch sehr happy, weil sie sehr gut hier versorgt geworden sind. Are you ready to party? Yeah! Yeah. Oh no. The dream of my life. Feel free, free from things, and my mind was killing me. It's killing me to feel what's deep inside. Deep inside, I have feelings, they're not right to taking me back to live my cry, baby, don't cry. You cannot realize that. Der Officer, ich fand sein letztes Lied am schönsten. Also natürlich Macho Man 2, den Titelsong fand ich auch super, ist ja klar. Aber der letzte Song war für mich sehr authentisch. Also das Reopening vom Leonardo hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ein paar nette Leute kennengelernt. Ich habe hier jetzt außer ein paar Pressemenschen niemanden weiter gekannt. Und ja, aber jetzt kenne ich noch ein paar Leute mehr und es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hierher zu kommen. Ja. Was ich bisher so erlebt habe, also kulinarisch und der Service und so weiter, auf jeden Fall empfehlenswert, ja. Also ich fand das sehr, sehr schön, weil das das Familiäre war. Das waren so klein und fein. Wir sind gewöhnt mit ganz großen Events. Aber die kleinen Sachen sind immer die preziöse sind. Ich habe das geliebt. Das Essen war perfekt, die Catering, die Organisation war super. Ich mag das. Ich finde das toll. Wunderschön, war toll, war toll. Hervorragend. Toll gemacht, muss ich sagen. Ich habe euch in der richtigen Reihe. Schönes Hotel. Ich fand es einen sehr schönen Rahmen, muss ich sagen. Es war eine ruhige und sehr, sehr schöne Sache für mich.
Es waren viele Leute da, die ich gekannt habe. Das war sehr, sehr schön für mich. Und ich muss dazu sagen, das war mein erster Auftritt, bei dem ich nicht so aufgeregt war, wie ich sonst dazu neige. Und von der Seite war es mal entspannt für mich auch, innerlich wohlgemerkt. Ich fand das Reopening vom Leonardo Hotel super. Es war so angenehm. Und ich habe mir dreimal was zu essen geholt. Das Essen ist wirklich 1A. Nürnberg ist eine wichtige Stadt für die Leonardo-Gruppe. Natürlich, das ist unser erstes Haus. Und wir möchten in Nürnberg, ich muss sagen, noch entwickeln. Wir suchen immer die zweite Haus in Nürnberg. Nürnberg ist gut. Am Wochenende gute Messen, natürlich Städtereise ist eine gute Stadt, eigentlich durch das ganze Jahr gute Geschäfte. Unsere Leonardo Nürnberg ist ein typisches Geschäftshotel. Unter der Woche und in Messe, wir sind sehr gut ausgebucht, gibt es auch Konferenzhotel, gibt es schnelle Internet, wir bieten zu unseren Gästen schnelle Internet, super schöne renovierte Zimmer und das liegt in unserer 3-Plus-Sterne-Kategorie. In jeder Stadt, egal wo wir reisen, Leonardo hat eine Look and Feel. Ob Wasser mit Obst in der Rezeption, Leonardo Duft, Leonardo Internet, besonderes Internet, im Zimmer die verschiedenen Geschenke, Wasser in jedem Zimmer. Eigentlich, wir denken von unserer Gästeseite immer und natürlich den ganzen Look and Feel und Design bei Leonardo, von 3 Sterne bis 4 Sterne Superior, ist immer designed besonderes für Leonardo. Summer Night's Dream, it's fantastic, it's very Shakespearean, you know, the location, you know, when they call you and they say, do you want to play in the Olympic Stadium, you don't say no.